Scheiße, Piotr Sergejew. Ich bin ja 46 Jahre alt. Ich bin gebürtiger St. Petersburger. Ich bin in Russland, in Nordrussland geboren. Ich habe dort auch studiert und meine ersten 10 beruflichen Jahre verbracht, bevor ich nach Deutschland kam. In Deutschland sind wir mit unserer Frau schon vor 12 Jahren, das war 2007 genau, ja, zu zweit gekommen. Jetzt sind wir mittlerweile schon zu 6. Ja, wir haben hier sehr gut eingelebt und die 4 Kinder sind schon hier geboren, die sich als ja, mehr als Deutsche, als Russe, mehr als Sachsen, als Russe empfinden. Und selber endoskopieren, das mache ich schon seit 20 Jahren jetzt eigentlich. Und die Gastroenterologie, es ist ja natürlich sogar ja große Fach. Endoskopie ist mein Mittel jetzt. Ja. Endoskopie ist unser Arbeitsinstrument, das ist ja unser, wenn Sie wollen, Operationsraum. Jetzt ja, die Chirurgen haben einen richtigen Operationsraum, das sieht absolut anders aus als hier. Unsere Endoskopie ist auch unser Interventionsbereich, wo wir unsere Patienten ja, mit bestimmten Krankheitsbildern behandeln können. Es gibt eigentlich natürlich auch einen riesigen Teil der Gastroenterologie, welche außerhalb von dem Endoskopieraum liegt, wo man sich um Patienten ja von anderen Seite sich kümmert. Jetzt, ja, und das ist auch ein unmittelbarer Bestandteil von unserer Arbeit, von unserem täglichen Alltag. Also, Endoskopie ist viel, aber nicht alles. Ja. Hier zu dritt, ja, die eigentlich auf ungefähr gleichem Niveau ausgebildet sind und die uns gegenseitig abwechseln können. Das ist schon ein Vorteil, dass wir mindestens hier unsere Prozedere jetzt ja ununterbrochen jetzt anbieten können. Das ist ja, es gibt kein Einzelspieler hier, wir sind hier schon in einer Mannschaft. Es gibt auch 2 weitere Kollegen, die von der chirurgischen Seite auch zum Rat gezogen werden können, sodass wir jetzt hier gewisse Interdisziplinarität hier in Riesa, im Standort Riesa anbieten können. Das ist bei uns heutzutage ist angestrebt, sodass es ja mindestens Patient ja hier nicht durch einen, sondern durch die Mannschaft eigentlich hier ja mehr betreut. Wir sind jetzt sehr gut ausgerüstet jetzt, ja. Wenn Sie jetzt schauen, jetzt, ja, wir haben jetzt eigentlich Ausrüstung, welche ja, Durchführung der sicheren Endoskopien erlaubt. Das insgesamt, ja, ich schätze meine Mannschaft, ich schätze unsere Arbeit auch jetzt, ja, und ich kann das wahrscheinlich nicht jetzt, ja, mit irgendwelchen Versprechungen werben, aber ich kann sagen, dass wenn Sie zu mir kommen würden, wir würden uns nach unserem besten Wissen und Gewissen mit Ihnen handeln jetzt, ja, und auf jeden Fall die Leistungen, die Sie hier bekommen, die wir hier erbringen können, Sie werden auf einem hohen, modernen Niveau erbracht jetzt, ja.